Zum Punkt 2, führen Sie Buch und werten Sie Ihre Trades aus. Ich hatte gesagt, es ist noch kein Trader vom Himmel gefallen, kein erfolgreicher. Sie müssen also permanent an Ihrem Trading arbeiten, speziell wenn Sie Verluste machen mit Ihrem Trading. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie Sie als quasi Ihr eigener Coach agieren können, um sich permanent zu evaluieren, permanent Ihr Trading zu verbessern, um irgendwann zu den profitablen Tradern gehören. Im Idealfall machen Sie eine Chartauswertung, für eine statistische Auswertung durch und Sie haben ein mentales Trading-Tagebuch. Ich hoffe, meine Stimme hält durch bis zum Ende. Was ist die Chartauswertung? Wie der Name schon sagt, beim Einstieg drucken Sie Ihren Chart aus. Sie halten den Grund für den Trade fest, warum Sie diesen Trade eingegangen sind. Und wenn der Trade zu Ende ist, drucken Sie den Chart aus. Sie schreiben Ihre Erkenntnisse auf und das Ganze wird archiviert. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel von mir mitgebracht, wie das aussah. Das jetzt nicht von den Levels beunruhigen lassen. Das ist ein Chart von 2011. Euro-Dollar, 5-Minuten-Chart. Sie sehen hier die Abwärtsbewegung, den impulsiven Rückwärtsgang. Und Sie sehen, ja, nehmen wir es mal eine Bärenflagge. Das war auch der Grund, warum ich den Short eingegangen bin, hier oben am oberen Ende der Chartformation. Wo mein Stop ist, sehen Sie hier oben und mein Ziel ist hier unten, ist also ein CRV von 1:1 gewesen. Wichtig ist, schreiben Sie auf, warum Sie diesen Trade gemacht haben. Okay, in dem Fall ist es relativ offensichtlich, war eine Bärenflagge im Abwärtsimpuls. Und schreiben Sie dann auch auf, wie Sie vielleicht den Trade hätten besser managen können. In dem Fall wurde das Ziel relativ zügig erreicht, aber ich habe halt auch aufgeschrieben, naja, okay, in dem Fall hätte man spekulieren können auf einen größeren Gewinn. Das heißt, in dem Fall ist es erst richtig gewesen, den Stopp nachzuziehen und vielleicht auf einen größeren Gewinn zu spekulieren. Ziele dieser Chartauswertung, die ich Ihnen gerade näher gebracht habe, ist es, dass Sie sich mit Ihrem Trading beschäftigen. Verhindern Sie emotionale Einstiege, die nicht in Ihren Tradingplan passen. Ja? Also der DAX steigt jetzt gehe ich long, der geht. Wenn Sie sich das ausdrucken und im Nachhinein nochmal vor Augen führen, werden Sie feststellen, dass Sie in dem Falle wahrscheinlich nicht nach Ihrem Tradingplan gehandelt haben. Ziel ist also dieser Chartauswertung, Fehler im Tradingmanagement auch zu erkennen, im Ausstieg zu erkennen. Im Nachhinein werden Sie feststellen, ob es sich um ein attraktives Setup gehandelt hat, das Sie handeln wollten, oder Sie haben irgendwelchen Blödsinn gemacht. Wie gesagt, wenn Sie sich das ausdrucken, dokumentieren, sich allein schon damit beschäftigen, wird es den Effekt haben, dass Sie sich als Trader weiterentwickeln, weil Sie vielleicht dann beim nächsten Mal nicht, ich nenne es jetzt mal beschissenen Einstieg, nochmal machen, sondern einfach geduldig warten, bis Ihr Setup da ist, bis ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis da ist. Also die Chartauswertung hat natürlich zum Ziel Selbstreflexion und eben genau diese miesen Trading-Entscheidungen zu minimieren. Oft werden Sie sich dann fragen, so ist es mir gegangen. Ich habe jetzt ein positives Beispiel genommen, aber wo ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich auch Einstiege von mir gesehen, wo ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe, wo ich mich gefragt habe, warum bin ich zu diesem Zeitpunkt nur die Position eingegangen. Ja? Ich habe Ihnen jetzt ein schönes Beispiel rausgepickt, aber ich hätte Ihnen auch was Peinliches mitbringen können, habe jetzt mich nicht dafür entschieden. Aber glauben Sie, es hilft Ihnen weiter in Ihrer Entwicklung zum profitablen Trader. Das Zweite, was wir natürlich haben, ist die statistische Auswertung. Früher habe ich das alles in Excel gehackt, per Handarbeit. Kann man heute auch noch machen, ist sicherlich nicht verkehrt. Es gibt aber Alternativen. Zum Beispiel, wenn Sie über den MetaTrader bei JFD Brokers handeln, können Sie Ihre Trading-Statistik automatisch auswerten lassen. Was ich also früher im Excel alles eingegeben habe, wird jetzt, wenn Sie über den MetaTrader handeln, das wirklich die meistgenutzte Plattform ist weltweit, können Sie Ihre Trading, die statistische Auswertung von der Seite MyFXBook zum Beispiel, da gibt es noch andere, auswerten lassen. Ziel dieser statistischen Auswertung Ihres Tradings sind natürlich herauszufinden, in welchen Märkten agiere ich profitabel. Sie können dann zum Beispiel feststellen, wow, ich mache super Trades im Bund Future oder im Euro-Dollar und im DAX kriege ich jedes Mal auf die Mütze. Wenn Sie das nicht statistisch auswerten, wird Ihnen das vielleicht entgehen, dass Sie richtig profitabel sind in dem einen Markt, aber in dem anderen wirklich permanent einzahlen. Deswegen ist es wichtig, die statistische Auswertung zu haben. Das ist ein ganz wichtiges Mittel in Ihrer Entwicklung zum profitablen Trader. Machen Sie das nicht, entgehen Ihnen vielleicht Sachen, die Sie sonst nicht beheben können. Wichtig ist,
Fehlerquellen in ihrem Trading zu entdecken. Gehe ich zu einer bestimmten Uhrzeit long oder short, dann verliere ich permanent. Während hingegen, wenn ich vielleicht ein bisschen warte nach der Öffnung, bis sich der Markt beruhigt hat, mache ich da gute Trades. Ich zeige Ihnen dann noch ein Beispiel dafür. Wichtig ist es natürlich, statistische Auswertung, Disziplin zu erhöhen und langfristig besser Ihren Tradingplan umzusetzen. Ich zum Beispiel habe mich im April 2010 relativ intensiv mit australischen Aktien beschäftigt, habe das in Excel geschrieben. Nach 3 Wochen habe ich damit aufgehört, weil es einfach nicht profitabel war. Ja. Es hat zu viele Verluste generiert. Das sind alles Sachen, die Sie in Ihrer statistischen Auswertung sehen und wo Sie sagen, okay, ich mache die Fehler, ich stelle das einfach ab, ich handle keine australischen Aktien mehr. Wie gesagt, ist ein bisschen Arbeit, Excel damals noch alles, aber war für mich eine wichtige Erkenntnis. Als Daytrader sollten Sie auf jeden Fall immer aufschreiben, wann gehe ich die Position ein. Das ist ganz wichtig. Handle ich kurz nach der Öffnung hier unten im DAX um 8.01 Uhr, wo der DAX Future um 8 Uhr aufmacht? Meine Regel war eigentlich, ich soll mindestens die ersten 10 Minuten abwarten, bevor ich da Trades eingehe. Das sind alles so Sachen, wo Sie merken, kann ich mich an meinen Tradingplan halten oder nicht. Wie gesagt, statistische Auswertung auch die Aufgabe, Sie beschäftigen sich noch einmal mit Ihren Trades, Sie führen sich die nochmal vor Augen und es ist ein ganz wichtiger Lerneffekt für Sie. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch aufgeschrieben, meine mentale Verfassung, wie ich drauf war zu Beginn des Trades, ob ich ruhig war, ob ich meinen Tradingplan umgesetzt. Hier war ich einmal bockig und einmal hatte ich die Hose voll. Ja? Das sind alles so Sachen. Gut, wenn Sie die Hose voll haben oder bockig sind, dann ist es sicherlich kein guter Zeitpunkt zu traden. Ja? Schreiben Sie das auf. Hilft Ihnen vielleicht weiter. Nächstes Mal handeln Sie vielleicht nicht, wenn Sie bockig sind und sparen sich den Verlust. Sie als Daytrader kennen das vielleicht, dass Sie 15.30 Uhr, 16 Uhr immer noch leicht im Minus sind und Sie wollen jetzt den Tag unbedingt noch im Gewinn abschließen. Also müssen Sie jetzt irgendwas handeln. Es ist aber kein Setup da, also handeln Sie irgendwas, treffen schlechte Trading-Entscheidungen und vergrößern am Ende Ihren Tagesverlust noch. Kommt vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen bekannt vor. Mir hat das damals sehr geholfen, meine Performance nicht in Tagen zu messen, sondern einfach in Blöcken von Trades. Das heißt, ich habe 25 Trades genommen und habe versucht, Sie sehen hier über mehrere Tage, 23. August, 24. August und 25. August habe ich meine Performance gemessen und am Ende dieser 25 Trades habe ich meine Performance evaluiert und halt nicht am Ende des Tages, weil es gibt immer mal schlechte Tage zum Handeln, wo wenig los ist, wo vielleicht sehr viel Volatilität ist, wo es zu gefährlich ist zum Handeln. Und wenn Sie dann an diesem Tag unbedingt auf Teufel komm raus einen Gewinn machen wollen, weil Sie ja den ganzen Tag vorm Rechner gesessen haben, dann kann das manchmal ins Desaster führen. Setzen Sie sich nicht so unter Druck, sondern messen Sie einfach Ihre Performance in Blöcken von 25 Trades, zum Beispiel oder 20 oder 10, ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass Sie nicht so auf dieses Tagesergebnis fokussiert sind, weil im Prinzip langfristig ist das völlig irrelevant, was Sie an einem Tag gemacht haben für Ihre Traderkarriere. Alternative ist, Sie fokussieren auf Ihr Wochenergebnis und lassen das Tagesergebnis komplett hinterher. Aber wie gesagt, die andere Möglichkeit ist, denken Sie mal drüber nach, vielleicht Ihre Performance in Blöcken zu messen. Wie gesagt, heute haben Sie die Möglichkeit, Ihre Trades automatisch auswerten zu lassen. Zumindest wenn Sie zum Beispiel JFD bietet MetaTrader 4 und glaube ich auch 5 an, können Sie alles statistisch auswerten lassen, ohne dass Sie selber, wie ich früher, das in Excel gemacht haben. Was kommt denn bei dieser Auswertung raus? Wie gesagt, das sind alle Trades, die ich vorher ankündige auf meinem Guidance-Stream, den ich hier nochmal wiederhole. Sie sehen diese Excel-Tabelle wird also dann einmal veröffentlicht, wo die Einstiege und Ausstiege, beziehungsweise erstmal nur die Einstiege. Hier hatten wir schon viele Positionen, das heißt, sind nicht mehr so viel dazugekommen. Dokumentiert werden und das sind im Prinzip diese Trades, die ich dann im MetaTrader platziere und jetzt muss ich wieder hier unten klicken, die Sie dann über zum Beispiel MyFXBook auswerten können. Oh, eine Frage, ja? Ja, und zwar,
ist diese automatisierte Statistikauswertung auch auf dem Demokonto von JFD Brokers möglich? Das ist auch auf dem Demokonto möglich. Das heißt, Sie. Achso, ja. Aus dem Publikum kam gerade die Frage, ob diese Auswertung über MyFXBook auch über den Demo-Konto auswertbar ist. Und das ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Ich gehe mal kurz auf die MyFXBook-Seite. Die haben wir hier irgendwo schon offen gehabt. Ja. Also jetzt, das ist die Performance-Kurve. Seit dem 12. Januar ging das los, dass ich die Trades auf dem Stream publiziert habe. Und Sie sehen hier oben den Hinweis Realkonto. Ich handle also auf einem Realkonto. Wenn Sie jetzt ein Demokonto haben, würde da oben Demo stehen. Sie können aber genauso Ihre Trades auf dem MyFXBook auswerten lassen, wenn Sie jetzt ein Demo-Account haben bei JFD. Also das ist durchaus möglich. Gehen wir wieder zurück. So, jetzt war ich hier. Oh. Okay. Nochmal im Schnelldurchlauf. So. Was bringt Ihnen diese Auswertung? In meinem Fall ist es halt so, dass warum auch immer, ich bekomme im britischen Pfund keinen Fuß auf die Erde, wie man so schön sagt. Überall, wo GBP, also britisches Pfund, dran steht, mache ich Verluste. Ob das jetzt gegen den kanadischen Dollar ist, gegen den japanischen Yen oder gegen den US-Dollar. Sie sehen, ich bin in allen Paaren, wo ich das britische Pfund dabei habe, bin ich defizitär, mache Verluste. Das ist für mich eine wichtige Information, weil ich dann dementsprechend nur 0,3% Risiko habe. Das heißt, ich nutze die Information, die mir meine statistische Auswertung gibt, die also sieht, okay, Henry, britisches Pfund ist nicht dein Ding, läuft nicht dein Ansatz dort, schraub mal ein bisschen zurück, wenn du da ein Setup siehst, gehst mit weniger Risiko rein. Wahrscheinlich, um kleinere Verluste zu machen in dem Fall, ja? Weil funktioniert irgendwie nicht für mich, falls Sie Trader sind, der eine profitable Strategie im britischen Pfund hat und mir erklären kann, wie das funktioniert. Schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, ich würde es gerne wissen, ich habe es nicht hingekriegt. Dafür läuft es bei mir umso besser im australischen Dollar. Sie sehen hier oben gegen den Yen und gegen den US-Dollar läuft es richtig gut. Da machen wir die meisten Gewinne. Dementsprechend fahren wir natürlich in diesen Währungspaaren die volle Positionsgröße. Auch ganz interessant, was mir jetzt im Zuge dieser Auswertung auch vor dem Vortrag aufgefallen ist, meine Statistik im Euro-Dollar. Sie sehen also, ich habe insgesamt 28 Trades gemacht im Euro-Dollar. Davon waren nur 10 profitabel, wie Sie hier sehen können. Ich habe hingegen 18 Verlusttrades im Euro-Dollar eingefahren. Ja. Dennoch, unterm Strich bin ich profitabel im Euro-Dollar. Warum? Weil ich die Verluste begrenze und versuche, wie vorhin der Lars auch in seinem Vortrag mehrfach angesprochen hat, die Gewinne laufen zu lassen. Offensichtlich habe ich auch einen Long-Bias, den ich vorhin im Vortrag schon angesprochen hatte. Ich habe also von den 28 Trades im Euro-Dollar waren 19 Long und nur 9 Short. Das heißt, für jede Short-Position bin ich über 2 Long-Positionen eingegangen. Sollte eigentlich auch nicht sein, wenn man keinen Long-Bias hat. Offensichtlich habe ich den. Gut, daran muss ich arbeiten. Aber Sie sehen schon, dass diese statistische Auswertung, wenn Sie natürlich nach 3 Trades brauchen Sie noch keine statistische Auswertung machen, da sollten ein paar mehr sein, aber so ab 100 Trades dann denke ich, macht es Sinn, dass Sie mal Ihr Trading evaluieren, sehen, wo liegen meine Stärken, welchen Währungspaaren. Wie gesagt, das ist MetaTrader. Sie können auch Ihr DAX-Trading über den MetaTrader machen bei JFD und das alles auch in MyFXBook. Alles, im Prinzip alles, was Sie über den MetaTrader bei JFD, das sind über 800 Underlyings, über 800 Instrumente, können Sie alles automatisch über den MetaTrader auswerten lassen, brauchen das nicht mehr in Excel reinhacken, wie ich das früher gemacht habe. Was haben wir hier noch? Ja. Sie sehen, wie gesagt, für mich ist eine wichtige Information, dass auch Euro gegen australischen Dollar ist erfolgreich, australischer Dollar gegen Yen und australischer Dollar gegen den US-Dollar.
Ich handle den australischen Dollar aber nicht eigentlich, während Australien offen hat, sondern natürlich, da schlafe ich, sondern ich handle während der europäischen Sitzung und der amerikanischen Sitzung. Das heißt eigentlich im außerbörslichen Handel, was den Aussie-Dollar anbelangt. Dennoch ist es offenbar profitabel. Wie gesagt, das sind wichtige Informationen für Sie. Das hatte ich schon Ihnen vorhin nahegebracht. Wenn ich also sehe, in dem einen Währungspaar läuft es nicht, dann werde ich dort natürlich erstmal, und wenn es auch nur temporär ist, das Risiko runterfahren. Vielleicht jetzt war gerade in Großbritannien immer die letzten Wochen das Thema Brexit. Das heißt, das britische Pfund war sehr, sehr schwach. Und wahrscheinlich müsste man schauen, wie viel Long-Position ich eingegangen bin. Na, sehen wir, da haben wir es doch schon. Ich bin also im britischen Pfund sechsmal Long gewesen. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Und ich bin im britischen Pfund gegen den US-Dollar nur einmal Short gewesen. Das heißt, in diesem Fallenmarkt hatte ich einen Long-Buy. Es ist natürlich kein Wunder, dass ich da in dieser Zeit in den letzten Wochen ein Defizit eingefahren habe von 14 Euro. Ja. Das sind alles so wichtige Sachen, die Sie dann in Ihrer statistischen Auswertung machen können. Wie gesagt, MetaTrader ist das alles sehr schön. Das wird Ihnen die ganze Arbeit eigentlich abgenommen. Sie müssen es dann nur noch selber auswerten, was dort angezeigt wird.